Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde, und herzlich willkommen auf Come Fasto. Schön seid ihr heute auch wieder dabei. Beim neuesten Vlog sind ja gerade einige dazugekommen in den letzten Tagen auf unserem Kanal. Unglaublich, was da abgeht. Vielen lieben Dank für die vielen Abos, für die vielen Kommentare, für die lieben Daumen nach oben. Unglaublich, wir können es kaum fassen. Es sind wieder über 600 Personen hinzugekommen diesen Monat. Allein jetzt Ende, also im November, wir haben in diesem Vlog immer noch November, der letzte Tag im November. Unglaublich, wir können es wirklich kaum fassen. Ja, neuer Tag, neues Glück, ihr kennt das Sprichwort. Bei diesem Ausblick könnt ihr mal meinen, das Glück stände wieder mal auf unserer Seite. Naja, steht es eigentlich auch. Das Einzige, was im Wege steht, ist das Wetter. In den letzten Tagen hat es unglaublich geregnet. Wir haben uns darum hier auf einem Campingplatz verschanzt. 15 Euro kostet der die Nacht. Hat Strom, Wasser und Ver- und Entsorgung. Das ist einfach super. Wir haben uns hier verschanzt, 3 Tage lang haben gearbeitet, was das Zeug hält. Schaut auf unserem Blog vorbei, Link findet ihr jetzt unten. Da gibt es ganz viele neue, spannende Artikel zu unserer Reise. Aber um die geht es heute nicht. Heute geht es um diese Stadt. Na, wer hat sie schon erkannt? Wir sind in Bilbao. Ja, wir sind immer noch an der Nordküste von Spanien und ihr seht es, ist ordentlich kalt. Aber wir machen uns heute auf dahin. Sind super gespannt, was Bilbao für uns parat hat. Ihr habt das Video gesehen, Krise in San Sebastian. Die haben wir mittlerweile überwunden. Wir sind wieder voller Energie, voll motiviert und freuen uns heute auf die Stunden hier in der Stadt. Wer von euch war schon mal in Bilbao? Unbedingt unten hinschreiben. Jetzt kommt das Intro und wir sehen uns dann irgendwo da unten wieder. Nach über 300 Reisetagen, ihr wisst es, wie lange wir jetzt schon unterwegs sind, war es heute Zeit, einen Regenschirm zu kaufen. Echt, wir hatten bis jetzt keinen Regenschirm dabei und bis jetzt hat immer eine Jacke gereicht, aber jetzt, heute ist wirklich Sonne, wie gerade eben, und Regen, aber dann wirklich ein bisschen sinnflutartig, wechselt sich ab. Naja, wir genießen jetzt einfach die Phasen, in der die Sonne scheint und nehmen euch mit durch die Altstadt in Bilbao. Wir waren auch schon im Visitor Center, haben Stadtplan und Informationen besorgt. Eine kleine Geschichte möchte ich euch aber noch erzählen, weil wir sind mit dem Bus hier ins Zentrum gefahren und ja, wir waren ziemlich bei der Endstation, sind wir eingestiegen und mussten wirklich durchs ganze Ort fahren. Und dann an einer Haltestelle ist ein älteres, wahrscheinlich ein Ehepaar, eingestiegen. Die waren sehr schlecht zu Fuß. Die Dame hatte so einen Rollkoffer, kennt ihr die? Die älteren Leute benutzen die oft, um einzukaufen, mit so Rollen unten dran. Hatte die dabei und zog den so langsam in den Bus hinein. Als sie sich dann hinsetzte, half der Mann ihr, diesen Rollkoffer ein bisschen näher zu ihr hinzuschieben. Setzte sich dann auch so langsam hin. Und erst da ist uns aufgefallen, wir fahren gar nicht. Der Busfahrer, den habe ich genau gesehen im Rückspiegel, hatte zurückgeschaut. Ah ja, jetzt sitzen beide, jetzt kann ich weiterfahren. Und das passierte danach mit einem weiteren Herrn, der sogar mit einer Gehhilfe unterwegs war, genau nochmals. Echt schön zu sehen, dass die Busfahrer hier wirklich warten, bis die Leute ihren Platz eingenommen haben und die Fahrt sicher beginnen kann. Das würde ich mir echt auch für die Schweiz wünschen. Ein bisschen weniger Pünktlichkeit, dafür mehr Herzlichkeit. Das wäre doch schön. Aber jetzt geht's los in die Stadt. Wir haben die Markthalle gefunden, unser erstes Ziel hier in der Altstadt, weil die Markthalle, die schließt um 15 Uhr oder je nachdem sogar 14.30 Uhr. Da wollten wir aber unbedingt hin und ihr wisst es, wir sind schon so vor verschlossenen Markthallen gestanden. Jetzt wollten wir da einfach als erstes hin und da sind wir.
kann gar nicht nur noch Essen sein. Das ist Kunst, was hier auf den Theken zubereitet da liegt. Und wir können das gleich probieren. Und in diesem Paradies kann man sogar noch einen Stock nach oben. Was erwartet uns wohl im Obergeschoss? Vielleicht der Himmel? Köstlichkeiten haben es bei uns auf den Tisch gefunden. Auch ein Bier, es ist ja noch ziemlich früh gegen Mittag rum, deshalb haben wir uns ein Mini bestellt. Mini darf man hier in Nordspanien bestellen, damit man sowas kriegt. Macht man das in Madrid, kriegt man einen Liter. Aufpassen! Wir verlassen den Markt. Das ist übrigens der größte überdachte Markt in ganz Europa. Wir sind hier am Plaza Nueve, so ein bisschen der Treffpunkt, wo man sich trifft in Bilbao. Es hat viele coole Bars und Restaurants rundherum. Aber heute ist einfach nicht ganz einfach, euch die Stadt rüberzubringen. Es hat jetzt schon mehrmals geregnet, alles ist ein bisschen dunkel. Auch die Altstadt sieht so ein bisschen grau in grau aus. Also bitte entschuldigt, wenn das Ganze nicht so pompös aussieht. Ihr kennt das sicherlich alle. Wenn ihr in der Stadt kommt und es regnet, ist meistens schon von Anfang an das Gefühl, ist diese Stadt wirklich schön. Und kaum kommt die Sonne, ist es meistens wunderschön. Und in Bilbao ist es genau das Gleiche. Bilbao ist übrigens im Baskenland die größte Stadt des ganzen Bezirks. Und ihr wisst ja vielleicht, das Baskenland, das kämpft auch schon jahrzehntelang für die Unabhängigkeit. Es ist nicht nur Katalonien, das momentan überall in der Kritik steht. Das Baskenland möchte schon ganz, ganz lange unabhängig sein, hat das früher mit Waffengewalt versucht durchzubringen. Heute probieren sie das vor allem auf politischer Ebene. Bisher genau wie die Katalanen, ohne Erfolg. Morgen ist der 1. Dezember, aber da blühen halt die Blumen noch ein bisschen draußen. Ist doch klar, oder? Eine der Hauptsehenswürdigkeiten ist das Guggenheim-Museum in Bilbao, jetzt hier hinter mir. Bis 1997 wurde daran gebaut, die ganze Stadt wurde so ein bisschen neu gestaltet und das Guggenheim-Museum ist ein Teil davon. Am häufigsten ausgestellt wird hier moderne und zeitgemäße Kunst. Von unserem Stellplatz aus können wir übrigens das Guggenheim-Museum sehen. Es ist natürlich auch eine eher auffällige Baute, die absolut von den anderen Gebäuden der Stadt hier heraussticht. Und sie überschattet auch so ein bisschen die Altstadt von Bilbao. Obwohl, ihr habt es vorhin gesehen, die ist eigentlich wirklich auch sehr hübsch. Aber das ist halt einfach so das Monument hier in Bilbao.
ebenfalls eines der Kunstwerke außerhalb vom Guggenheim Museum ist dieser Papi, was ja zu Deutsch Welpe bedeutet. Eigentlich hätte dieser nur im Eröffnungsjahr hier stehen sollen, doch Proteste der Bevölkerung haben dazu geführt, dass der kleine Hund noch immer hier ist und jedes Jahr im Frühjahr neu bepflanzt wird. Kleine Hund? Ist ein bisschen größer. Aber ein Baby. Irgendwie werden hier Kindheitserinnerungen wach. Mich erinnert die ganze Szenerie hier ein bisschen an Kevin allein New York. Kennt ihr den Film? Die Dame da hinten, die füttert gerade die Tauben. Ich habe die Szene wirklich bildlich vor mir, wie Kevin jetzt hier durch den Park rennt. Wir sind ja zwar in Bilbao, aber irgendwie passt die ganze Stimmung zu diesem Film. Ich weiß auch nicht wieso, aber schaut euch das mal an. Bilbao ist übrigens sowieso total geprägt durch Grünflächen. Es gibt sehr viele Parks in der ganzen Stadt und auch die ganzen Hänge, also Bilbao ist eigentlich in einem Tal, sind grün. Das macht diese Stadt, naja, jetzt im Herbst oder besser gesagt Winter nicht wirklich lebenswerter, aber man sagt schon, dass Bilbao das ein bisschen auszeichnet und die Luft und die Natur hier in Ordnung ist. Ja, und es blüht schon noch viel. Das stimmt. Für das kurz vor Dezember ist. Das stimmt, es blüht echt viel und ja, die ganze Atmosphäre, die passt wirklich. Bilbao ist eine schöne Stadt, eine coole Stadt und jetzt suchen wir noch das Fußballstadion. Es geht wieder los. So nützt er mir. So, jetzt haben wir auch noch das Fußballstadion gefunden. Hier war gestern Abend ein Spiel, leider ausverkauft, sonst gäbe es jetzt auch noch Bilder von gestern Abend. Wir wären gerne hingegangen, aber naja, keine Chance. Dazu hat es auch noch super geregnet, das wäre eh nicht angenehm gewesen. Das Stadion sieht echt cool aus und Athletic Bilbao ist übrigens ein echter Traditionsverein. Es spielen nur Basken, wir sind ja hier im Baskenland, in dieser Mannschaft. Es werden also keine internationalen Spieler zugekauft, sondern es spielen nur Spieler hier aus dem Baskenland in der Mannschaft. Und das Stadion ist wie gestern Abend immer voll, immer ausverkauft. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht noch einen Blick reinwerfen können. Danach geht's zurück auf den Campingplatz. Ich habe noch eine Frage. Ja? Weißt du, wo die stehen in der spanischen Liga? Ja, die stehen auf dem drittletzten Platz. Oh. Noch aber vor in der ersten Malaga. Oh, der war fies. Aber noch in der ersten Liga. Ja, noch in der ersten Liga. Okay. Keine Chance, da gibt es keinen Weg rein. Gestern war Spiel, wahrscheinlich auch darum. Und ihr seht vielleicht hinter mir, es wird richtig schwarz, richtig dunkel. Der erste Regenschauer kündigt sich an. Wir machen uns auf den Weg zurück zum Campingplatz. Aber dieser Vlog, der endet nicht hier, sondern der endet dann erst morgen, weil etwas ganz, ganz Wichtiges, was absolut zu Bilbao gehört, das fehlt noch. Wisst ihr was? Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann! Ja, liebe Leute, eigentlich wollte ich euch ja erst bei dieser Brücke wieder in Empfang nehmen heute Morgen. Ich habe es ja gestern erzählt, dass wir noch nicht ganz alles von Bilbao gesehen haben. Vor allem nicht das Wahrzeichen. Aber ich muss euch echt noch was erzählen. Diese Nacht hat das hier geregnet und gehagelt. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Ihr seht es, der Boden ist total durchnässt. Wir haben die ganze Nacht kaum geschlafen. Darum sehe ich auch so ein bisschen zerdrückt aus. Es war wirklich unglaublich. Es hat so geregnet. Und ja, wir sind froh, ist alles heile geblieben. Wir haben bei Karl keine Schäden entdeckt von diesem Hagel. Zum Glück, ich dachte schon, es sei etwas hängen geblieben. Also wir haben hier in Bilbao wirklich ein bisschen Scheißwetter erwischt. Aber ich habe gerade mit der Rezeptionistin gesprochen vom Campingplatz und das sei ganz normal. Dann regnet es das ganze Jahr nicht hier in Bilbao und dann eine Woche durch und danach wieder nicht mehr. Also manchmal hat man Glück, manchmal Pech, aber wenn ihr wirklich mal nach Bilbao kommt, dann kommt auf diesen Campingplatz hier oben. Der ist einfach wirklich der Hammer. Auch wenn die Stadt heute wieder ein bisschen grau aussieht. Aber ist doch einfach geil, diese Aussicht, oder? Ja, wir packen jetzt Karl zusammen, fahren weiter zu dieser Brücke. Die seht ihr dann noch und danach machen wir auch Schluss mit diesem Vlog. Dann geht es dann das nächste Mal wieder. Aber jetzt geht's weiter.
bin ich auch noch hier an dieser berühmten Schwebebrücke angekommen. Das ist das versprochene Ende von gestern. Warum ich hier alleine stehe, hat einen ganz einfachen Grund. Da hinten ist Louis im Auto. Es gibt hier absolut, ja, es hat hunderte Parkplätze, aber es gibt keine freien. Irgendwie ein bisschen ein spezielles Phänomen, gerade in den Städten hier in Spanien. Es gibt einfach viel, viel, viel zu wenige Parkplätze. Ja, jetzt könnt ihr es gerade sehen, hier hinten übrigens. Das ist die älteste Schwebebrücke und ich glaube so ziemlich auch die einzige, die überhaupt noch so in ihrem ursprünglichen Tätigkeitsgebiet aktiv ist. Es ist eine Personenfähre und Louis hat vorhin gerade gesagt, dass da auch Autos drauf können. Gebaut wurde das Ganze zu einer Zeit, als die Schifffahrt noch so viel wichtiger war als Autos oder auch Fußgänger, dass es halt einfach nur Sinn machte, die Brücke so hoch zu bauen, damit der Schiffverkehr ungehindert unten durch kann. Und dann wurde einfach eben diese Gondel unten hin gemacht und so hat man jetzt diese Schwebebrücke. Ganz schön cool, oder, das Teil? Es sieht wirklich mega aus. Man kann, glaube ich, für 70 Cent als Passagier vom einen Ufer ans andere gelangen und man kann auch oben auf der Brücke zu Fuß gehen. Auch das kostet etwas, das muss ich nachschauen, das schreibe ich euch einfach unten hin. Und das war's von uns aus Bilbao. Unser Weg führt jetzt weiter der Küste entlang. Nächster Halt wird Gijón sein. Für euch gibt's das dann im nächsten Video. Wir sehen uns entsprechend die Tage wieder. Denkt daran, schaut immer mal wieder auf unseren Kanälen rein. Das Gewinnspiel oder die Gewinnspiele, sind ja mehrere, laufen auf verschiedenen Kanälen. Macht mit und ich drücke euch die Daumen, dass ihr da auch vielleicht was gewinnen könnt. Falls euch das Video über Bilbao gefallen hat, dann lasst doch gern Daumen nach oben da. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Wir sind mal nicht die einzigen Blauen auf einem Campingplatz. Stellt euch das mal vor. Neben mir steht Tim und Felix. Sie sind von Venture.jumpy. Da findet ihr die beiden auf Instagram. Die sind noch bis Mai auch mit dem Van unterwegs, aktuell in Spanien. Und ihr wollt dann in Madrid sein, oder? Habt ihr gesagt? Ja, an Silvester rum, ja. Silvester. Genau. Vanlife? Gefällt? Ziemlich gut. Auf jeden Fall, ja. Wir wollen uns jetzt noch Surfbretter besorgen und dann wird erstmal die Küste gerockt. Genau, ist ja die perfekte Küste hier für das. Ja, dann wünsche ich euch beiden Dankeschön. Gute Fahrt. Danke. Euch auch. Und allzeit genug. Sprich den Plan. Danke.